Herzlich willkommen bei FanTV. Mein Name ist René, wir sind trendisch, steil ist unmodern und ich freue mich auf euch bei jeder Berichterstattung. Bis dann, ciao, ciao. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Berichterstattung Manchester City gegen Borussia Dortmund. Viertelfinale Champions League. Bis gleich. Herzlich willkommen bei der Berichterstattung. Das Viertelfinale der Champions League Manchester City gegen Borussia Dortmund. David gegen Goliath. Tatsächlich? Das haben wir am Anfang alle gedacht. Am Anfang haben alle gedacht, wenn Dortmund so spielt wie gegen Frankfurt, dann wird es eine Lehrstunde. Da wird es tatsächlich mal gezeigt, wie Fußball gespielt. Aber es kam anders. Wir haben jetzt wieder mal ein anderes Gesicht von Borussia Dortmund gesehen. Es ist wirklich und es bleibt, und das sage ich glaube ich bei jedem Spiel, eine Wundertüte. Man weiß tatsächlich nicht, sind die Jungs gut drauf, haben sie Lust, haben sie Bock, können sie nie. Definitiv, es gibt keine Ausreden mehr. Sie können mit den weltbesten Mannschaften der Welt mithalten. Sie können mithalten. Sie haben zwar verloren gegen Bayern München, können aber mithalten mit Bayern München. Sie können gegen Manchester City spielen, haben zwar verloren, dazu gleich. Aber frag mich, wie sie verloren haben. Klar, das 1-0 von Manchester City, völlig unnötig, aber das passiert halt. Einen dummen Foul von einer der beständigsten Spieler, Emre Can, kann passieren. Ja, und dass dann halt die Flüge zack, zack, zack passiert und das 1-0 machen, da kann man eigentlich keine Vorwürfe machen. Ja, das kann immer passieren. Das passiert auch bei Manchester City, da muss man ganz ehrlich sagen. Aber was dann kam, nicht das, was immer passiert. Boah, hängende Köpfe, schlaffende, hängende Arme. Nein, sie haben Gas gegeben. Und wie sie Gas gegeben haben, sie haben mit Manchester mitgehalten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sage es jetzt vor vorlaufender Kamera, wenn wieder an uns gezweifelt wird, dann aber nicht auf diese Art und Weise. Wenn man dann schon souverän spielt, mitspielt, zeigt, dass wir auch können, aber dann wieder ein Schiri, wo ich nicht weiß, wo der herkommt, der wurde schon mal gesperrt. Man weiß jetzt auch warum. Erstes Mal, den Elfmeter, den man gegen Manchester City gegeben hat, braucht man 5 Minuten zum Überlegen. Nein, das hat jeder gesehen, dass weder noch getroffen wurde und weder noch ein Foul war, fertig, aus. Auch da brauchte der Fahrer dazu. Das Tor von Jude Bellingham, ein glasklares Tor. Wenn der Torwart zu spät rauskommt, einen versuchten Abschlag zu machen, aber Bellingham mit seinen Wucht vorher an den Ball kommt und das 1-1 macht, was dann nicht gegeben wurde, muss ich sagen, sorry. Ich war, glaube ich, zu Hause, sage und schreibe, 20 Minuten auf 180. Man kann natürlich ein Tor nicht geben, aber da muss man auch artikulieren, warum. Und der Schiri hat gleich gepfiffen, ist nicht zu der Fahrt, hat keine Kamera dazu geholt. Hätte die Kamera gesehen, wäre das Tor definitiv ein 1-1 gewesen. Okay, was macht Borussia Dortmund? Sie machen weiter, sie kämpfen weiter. Marco Reus und Erling Haaland, alles, die ganze Mannschaft war total fokussiert auf dieses Spiel. Und ich muss aus eine rausheben. Und ich schieße Chapeau für diesen Spieler. Jut, du warst bärstark, du warst sowas von saumäßig stark und du hast die Leute mitgenommen. Du mit 18 Jahren hast die Oldies gezeigt, wir müssen dagegen halten. Und dann kam auch direkt das 1-1. Ein wunderschönes Tor, ein wunderschöner Ablege, ein Pass von Bellingham auf Erling Haaland und Erling Haaland legt ihn quer auf Marco Reus und ein super Tor. Das 1-1 mehr als verdient. Überleg mal, es wäre dann schon 2-1 gewesen. Dann haben wir die zweite Halbzeit genau so Gas gegeben, so genau mitgehalten. Haben viele Chancen gehabt, ich will nicht sagen 100%ige Chancen, wir haben Chancen gehabt. Wir haben Manchester City es richtig schwer gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, okay, man kann jetzt wieder auf den Meunier rumhacken, er war noch nicht ins Spiel drin, dann kommt es aber und ich bleibe dabei, der junge Mann, er kann seine Talente haben, aber definitiv mehr Borussia Dortmund. Er hat diese Stellungsfehler. Er lässt den Spieler frei laufen. Er lässt den Bräune einfach Doppelpass mit Gündogan machen. Das geht nicht. Das kann bei einer Top-Mannschaft nicht passieren. Da musst du fokussiert sein. Wenn es in der 90. Minute ist, dann gehst du rein, dann grätschst du rein, dann machst du Ärger, versuchst du noch eine gelbe Karte zu holen oder einen Foul, wie auch immer. Aber nicht so. Ja, dann wird man natürlich bei so einer Top-Mannschaft wie Manchester City bestraft. Aber, was ich jetzt sagen möchte, ein 2-1. Niemand in der ganzen Welt hätte gedacht, dass wir so mithalten können. Niemand auf der ganzen Welt hätte gedacht, hätte ein Pfennig auf Borussia Dortmund gesetzt. Das ist Dortmund, Überraschungstüte. Und wenn unsere Jungs weiter so fokussiert bleiben, ein 1-0 in Dortmund und Tore schießen können wir. Ein 1-0 reicht vollkommen. Und dann ist die Millionentruppe von Pep Guardiola hasta la vista, Baby. Ciao, ciao. Dann kann das Halbfinale kommen. Bayern oder Paris Saint-Germain ist ja scheißegal. Weil wenn wir Manchester City schlagen können,
Ich sage es, wir können es. Wenn die Jungs dran glauben, so wie sie gestern dran geglaubt haben, dann schaffen wir es, ins Halbfinale zu kommen. Überleg mal, ich rede von Halbfinale. Wir können ins Halbfinale kommen, durch nur ein Tor zu schießen. Erlin, dein Appell. Schüttel alles, was du in den Kopf hast. Schüttel es ab. Schüttel es weg. Ist egal, wo die nächste Saison hingeht. Jetzt ist dein Fokus auf Borussia Dortmund. Wir wissen, dass du es kannst. Spiel mit der Mannschaft. Mach das mit. Dann schaffen wir dieses Wunder in Dortmund gegen Manchester City und dann weg das Halbfinale. Ich freue mich auf euch. Ich bin jetzt wahnsinnig glücklich, auch wenn wir verloren haben. Es ist schön, mit euch zu reden. Es ist schön zu kommentieren. Gerade wenn wir auch bei einer Niederlage sagen können, wir gehen als Gewinner vom Platz. Wir können nicht alles herzaubern, aber in dem Sinne. Bis dann, euer René von FanTV. Bleibt gesund, pass auf euch auf. Und am Freitagabend heißt es wieder, herzlich willkommen in der Bundesliga. Ciao, ciao.